Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ja, heute sind wir wieder in Clash of Clans unterwegs und schauen uns die Belagerungsmaschinen an. Insgesamt gibt es davon 5 und ich möchte euch heute zu jeder von denen einen Angriff zeigen, kreativ oder normal. Los geht's! Als erstes haben wir einen Lalo mit einem Klonzauber. Ja, also zuerst funnel ich ein bisschen und breche überall hinein. Und der Plan ist, dass ich sozusagen König auf der einen Seite, Königin auf der anderen und dann sozusagen den Mauernvernichter einmal durch und dann die Loons, die da drinnen sind, klonen im Zentrum mit einem Wutzauber und der Multi sollte fallen. Gut, Quiddy geht mit Riesen von oben. Dann kommt jetzt gleich auch der König in die Mitte dazu. Da ist er schon. Ein Eisgolem dazu. Und jetzt soll meine Gladiatorin dann gleich den Multi rausbekommen und die Königin den Adler. Gladiatorin von unten in den Multi hinein. Kopfgeldjägerin, um dem König mit der Königin zu helfen. Jetzt froste ich noch einmal die X-Bögen, damit mein König wirklich das ganze Compartment leer bekommt. Klamburg kommt raus, Lavahund und Headhunter. Der Gift war nicht gut und da kommt der Mauervernichter von oben, der in die Mitte gehen soll. Gladiatorin lebt immer noch mit Fähigkeit sogar. Nimmt sogar jetzt noch das zweite Compartment raus, wo die Bauhütte drinnen steht. Und jetzt hier muss meine Königin gegen diese ganzen Lava-Pups kämpfen. Und da sind auch schon die Loons mit dem Klonzauber. Hauptsache, Gladiatorin kann das auch rausnehmen, ohne dass ich den Klon gebraucht hätte. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Base ziemlich dezimiert. Und los geht's mit dem Lalo mit ein paar Headhuntern, die direkt die Tornadofalle finden. Wir starten das Ganze ganz oben und arbeiten uns bis nach unten zum Rathaus. Und los geht's. Hier Gladiatorin wird jetzt endlich ausgenommen von den Headhuntern. Noch ein Lavahund mit ein paar weiteren Loons für die Tesla. Und der Lavahund tankt ganz gut der Streukatapult. Wardenfähigkeit, um durch den Multi zu kommen, was wir jetzt endlich geschafft haben. Luftfeger fällt jetzt auch und das Streukatapult auch. Und ich habe immer noch 2 Eilzauber und einen Frostzauber. Ich eile jetzt ein paar Loons zum Rathaus dazu, das ich vorher gefrostet habe. Und das Rathaus fällt und am besten hat man hier noch die Wardenfähigkeit, weil jetzt sind genau fast alle von meinen Loons gestorben. Ja. Auf jeden Fall, die Base wurde komplett zerstört. Swag Invis und damit können wir weitergehen zum nächsten Angriff. Ja, jetzt habe ich einen Double Hero Charge, heißt das Ganze. Also, wir machen erst einmal einen Warden Walk fürs Rathaus. Bedeutet 5 Heiler und Warden, ganz alleine. Von oben jetzt Königin mit einem Babydrachen und ein paar Raketenballons. Korolun findet ein paar schwarze Minen. Und ich möchte dann einen Drachenreiter in den Adler schicken. Genau, da ist er schon. Er nimmt den jetzt raus, während ich mit meiner Königin einmal am Adler vorbeilaufe. Und ja, jetzt breche ich unten einmal meinen König dann gleich in den Multi hinein. Königin dazwischen. Der Adler sollte gleich fallen. Und da kommt auch schon der König. Und Königin muss geraged werden, damit sie gegen den König bestehen kann. Sonst stirbt sie nämlich. Und sobald das komplette Compartment leer ist, kann ich dann weiterbrechen. Warden ist schon fast am Rathaus. So, jetzt ist das Compartment leer, heißt ich kann in die Mitte reinbrechen. Wo meine Königin jetzt sehr viel Value bekommen wird, bei dem ein Streukatapult, Multi, gegnerische Königin, wenn sie mal weiterkommt, rankommt, ja. Jetzt der Warden hat dann gleich das Rathaus und dann spiele ich gleich die Gladiatorin dazu. Von oben kommt dann gleich die Blimp in den Multi hinein und der wird dann auch fallen und Frost auf den Sweeper, damit der mir nicht die Ballone wegschiebt. Und jetzt hier haben wir die Gladiatorin, der Warden folgt natürlich, so wie sich das gehört. Königin nimmt den Multi raus, Gladiatorin nimmt perfekt das Streukatapult raus, was von der Königin getankt wird. Loons leben immer noch und können den Magierturm rausnehmen, was sehr gut ist. Und schaut mal auf die Zauber, ich habe noch sehr viel übrig. Naja, auf jeden Fall Wutzauber jetzt, um durch die Königin zu kommen. Und damit diese Base auch wieder komplett zerstört. Ich habe sogar noch einen
Backend-Mauerbrecher, sozusagen, dass ich meine Königin wieder rausbrechen kann und damit drei Swag-Spells und Queen-Fähigkeit und Warn-Fähigkeit nicht einmal benötigt. So, jetzt haben wir einen Klassiker, einen Zap Lalo. Insgesamt drei Zaps habe ich, bedeutet Multi in der Mitte, Königin spiele ich fürs Rathaus. Und jetzt muss ich erstmal ein bisschen funneln und dann kann ich sie da gleich reinschicken. Auf jeden Fall nimmt sie jetzt erst einmal hier ein bisschen was raus. Von oben funnel ich jetzt auch gleich meinen König in den Multi hinein. Der bekommt dann auch Unterstützung von einem Eisgolem, damit er die Gladiatorin auch rausnehmen kann. Königin bekommt jetzt das Rathaus mit ihrer Fähigkeit. Und da kommt auch schon der König. Und jetzt hier meine Gladiatorin einmal in die Mitte. Zwischen den beiden Helden soll der Streukatapult wegbekommen und die Klammburg rauslocken und sie im besten Fall auch gleich besiegen. König bekommt die Gladiatorin weg. Unsichtbarkeitszauber, damit der Multi fällt, aber ich habe den Unsichtbarkeitszauber verkackt und damit fällt der Multi nicht. Gladiatorin lockt jetzt hier die Klammburg raus und hier zapp ich jetzt den Multi im Chor weg. Und jetzt Giftzauber und die Königin kriegt gerade noch so den Multi, bevor sie dann am Lavahund verreckt. Und los geht's von unten jetzt mit dem Lalo. Erst einmal ein paar Testballons mit dem Steinewerfer, um den es ja heute in diesem Angriff geht. Dieser nimmt jetzt von hinten den Luftschicker weg und dann kann ich auch gleich mit dem Lalo beginnen. So, erster Eishund, ein paar Loons. Warden, ein paar Headhunter und die Fähigkeit dazu. Damit fällt die Königin. Der Eishund nimmt so gut wie jede rote Mine weg, die da im X-Bogen-Compartment waren. Und ja, jetzt ist es einfach nur noch einmal durch. Der Adler hat da ganz schön viele Loons gerackt, darum freeze ich ihn jetzt lieber. Wutzauber über den Adler und zwei Eishunde immer noch am Leben und ich habe auch noch zwei Frostzauber übrig und ich denke, dass wir uns damit einig sein können, dass diese Base komplett zerstört wurde. Schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, wenn ihr Ideen für solche Challenge-Videos habt, zum Beispiel greift mal nur mit Mess-Bogenschützen an oder sowas. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, wo ihr da welche Ideen habt, mit was ich dann vielleicht mal angreifen soll. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, springen wir jetzt erstmal rüber zum nächsten Angriff. So, jetzt haben wir hier einen klassischen Packer-Smash. Erstmal Warden Walk für den Multi, das kann ich mal vorspulen, weil das interessiert eh keinen. So, Wutzauber, alles ganz klassisch aufgebaut. Und dann geht's gleich los, dass ich meine Belagerungskaserne mit meinem König einmal rundherum spiele und in den Adler halt reinspiele und den Smash einmal durchs Zentrum. Und jetzt ziehe ich den Wächter erst einmal rüber mit ein paar Packer. Eisgolem und von oben Siege-Barake mit dem Packer und dem König und Hexen dazu. Supermagier, Loons und Königin einmal ins Zentrum. Sprungzauber und Wardenfähigkeit, um die Klammburg zu zermetzeln und um die Adlerschütze zu tanken. Jetzt der König sollte gleich beim Adler sein. Frostzauber auf den Multi. Und der Streukatapult macht gerade Probleme, aber meine Königin sollte das gleich rausnehmen, sobald alle Pups weg sind. Wutzauber, damit die Packer schnell durch den Chor kommen. Und ja, jetzt geht es dann auch gleich weiter, nämlich der zweite Jump in Richtung Rathaus ist auch schon gesetzt. Mein König geht einmal durch alle Wände in der Base gefühlt, um den Multi rauszunehmen. Von unten jetzt Gladiatorin für das Streukatapult und jetzt wieder Frostzauber fürs Rathaus und Unsichtbarkeitszauber, damit die Packer das Rathaus bekommen, damit wir hier nicht one-starren. Und ja, nachdem das Rathaus gefallen ist, steht keine Verteidigung mehr und wir können wieder sagen, dass wir einen schönen Beastar hier haben. Ja, ab zum nächsten und letzten Angriff. So, und jetzt haben wir eine interessante Kombination. Also, wir haben erst einmal Sneakies fürs Rathaus. Bedeutet, ich muss einmal rundherum einmal alles wegnehmen. An Lagern und Pumpen und Goldminen und so. So,
Alle Fallen ausgelöst. Noch ein paar Sneakies jetzt und ein Unsichtbarkeitszauber. Und die ratzeln jetzt das Rathaus runter. So, weg ist es. Und jetzt kann ich anfangen mit meinem Zui. Nämlich machen wir jetzt erstmal von oben wieder Funnel Action. Und dann mache ich einen Log Launcher mit Golem, Queen, King und Warden. Einmal durchs Zentrum. Dann Royal Champion irgendwo von der Seite mit den Drachenreitern. Und dann am Ende sollte kein Splash mehr dabei sein. Beziehungsweise der Splash, der noch steht, wird dann einfach dauergefrostet. Und die Fledermäuse nehmen den Rest raus. Ja. Erst einmal geht es hier mit meinem Kill Squad hier ran, Royal Champion von der Seite, damit hier gut gefunnelt wird. Kopfgeldjägerin zum Unterstützen und die Klamburg kommt raus. Aber die Gladiatorin hinter der Mauer nimmt meinen König gerade sehr hops. Aber wir haben es geschafft, die Gladiatorin rauszunehmen und die Klamburg. Nee, die Klamburg steht noch. Okay, auf jeden Fall, wir haben den Core Multi bekommen, was wir ja wollten. Lavahund geht auf und spawnt nervige Lava-Pups. Aber mit dem Giftzauber sollte das kein Problem sein. Drachenreiter für den Multi und für was auch immer da unten rumsteht. Und jetzt der Dauerfrost fürs Streukatapult und Geraged Bats nehmen jetzt hier Streukatapult und Magierturm raus. Noch ein Frostzauber für den zweiten Magierturm und den letzten Multi und der Multi fällt und damit auch wieder ein Freestar. Ja, das ging sehr schnell. Und schon sind wir wieder am Ende des Videos angelangt. Und damit ein schöner Abschluss. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr Ideen eben habt für irgendwelche Clash of Clans Videos, gerne in die Kommentare. Und mir bleibt noch eines zu sagen, nämlich ciao.